Morning, chère Madame. Wie wird der Morning, no, chère Madame? Ich bin die Hausmeisterin, die Kotzipa. Ah, la concierge Kotzibert. Wer sind Sie? No, nobody, nicht weiter anderes. Nur ein alter Mann, der was früher mal da gewohnt hat. Indeed. Aha, indeed. Kann man auch nichts machen. Ma concierge wohnen in dem Bau da noch alte Frauen? Frauen, ja. Femmes, nein. Und wie heißen die alten Weiber? Die Kotzipa, die Binderhofer und die alte Dvoracek und die... Sagen Sie mal, warum wollen Sie das eigentlich wissen? He? Wie heißen denn eigentlich Sie? Ich heiße gar nichts. Ich bin ein namenloser alter Legionär, 20 Jahre Indochina. Jetzt, ich komme aus Frankreich, indeed. Salut, Madame. Die Legion grüßt Sie. Die Legion grüßt Sie? Den hat's aber, den wollen. Betrogen aus mir. Mit so einer blonden Flitschen, die wahrscheinlich eh 10 Jahre älter ist als wir. Geheiratet haben wir in Treue und Glauben. Und ein paar Wochen später gehst du mit so einer dahergelaufenen Milka-Kur ins Bett. Nein, du bist nicht mehr mein Bärli-Bär. Du nicht. Hörst mich? Sag einmal, ich brühe dich da nieder und du sitzt da ganz ruhig. Spinnst jetzt komplett. So sag doch was! Lass mich. Du hast mich ja genauso betrogen. Ich hab's lange nicht wahrhaben wollen. Viel zu lange. Ich sag nur Albin Stamberger, dein sogenannter Speiseölvertreter. Hab. Das war doch mehr irgendwie wie. Wie soll ich sagen, mehr allgemein mit dem. Allgemein. Aber ist ja egal. Wie soll das aus? Schlussstrich. Da kannst du ruhig gehen zu diesem Stamberger. Gehen? Der ist doch verheiratet. Der Herrgott hat es nicht gut gemeint mit unserer Ehe. Bärli-Bär, gehen wir sich entschuldigen. Entschuldigen? Ziemliche Summe als Spende für einen guten Zweck. Und 10 Rosenkränze. Das ist ungerecht. Mir hat er 15 aufgebrummt. Dafür wirst du wahrscheinlich nichts zahlen müssen, ne? Weil du eine so arme Frau bist. Bin ich auch. Hm. Weil, wenn einer Frau ein Mann fremd geht, ist das wesentlich schlimmer als umgekehrt. Also, das kannst du nicht sagen, Mausi. Ich war genauso zutiefst getroffen, war ich, ja. Jetzt sind wir beicht und jetzt sind wir wieder gut. Hm. Also bett langsam, dass wir gleichzeitig fertig werden. Ja, weiß ich. Eine Zeitung, ein Packel Memphis und mein aufrichtiges Beileid. Macht 40 Schilling dort aus. Bonjour. Guten Abend. Dankeschön. Wiederschauen. Also, wenn Sie mir jetzt lang nur angeschaut haben, können Sie ja sagen, was wollen. Zigaretten. Aber nur Goloise Caporal oder Gitane. Ja, ich habe nur Goloise. Ein Packerl? Oui. Bitte. Grüß Gott. Grüß Gott. Hübsche junge Frau. A pretty woman, indeed. Ihre Tochter? Nein,
Eine Freundin. Wieso interessiert Sie das? Sie nicht ein bisschen zu jung für Sie? Außerdem ist sie in festen Händen. Charmant. Très charmant. Ich frage nur, ich bin ein alter Mann. Les jeux sont faits. Angeschossen. Seit allen Durchhin. Indochina. Dien bien pour, madame. Die Hölle auf Erden. Danach war jeder von uns ein anderer. Wieso? Was war denn da? Was dort war? Sie leben in der Lune, hinter dem Mond. Krieg war. Und ich habe meine Jugend dort gelassen. Dien bien pour war das Ende der Grand Nation. Die Schlitzaugen haben uns dort in die Luft gesprengt. Nichts zu machen gegen die Mann, Frau, Kind, alles bis an die Zähne bewaffnet. Alles Frontereur und Motherfuckers in Horreur. Sie führen auch französische Zeitungen? Na, in Kaisermühlen redet man nur Deutsch, Türkisch und Serbokroatisch. Nichts für mich. Au revoir, mesdames. En avant, marche! Komischer Kerl, ha? Merkwürdig. Sag, Indochina, das ist jetzt Vietnam, ne? Mhm. Na, ob der je dort war? Grüß Gott, Frau. Servus, Kinderl. Wie heißt du denn? Fatima. Das ist ein schöner Name. Fatima. Das klingt ja wie aus Tausend und einer Nacht. Nichts verstehe. Ist nicht notwendig. Wir Menschen verstehen uns auch mit dem Herzen. Gell, Fatima? Sie gehen auch in den Frauenclub von der Frau Schimmeck, verstehen? Ja, verstehen. Frauen, Frau Gittigen, machen Club. Ja, das ist aber schön. Nett. Alles Frau, Freund. Trinken, Kaffee, Chai, Kind, Cola, Coca, oh. Essensaft. Was mitbringst, Frau? Ah, was ist kein Basti? Essen, Sach, was mitbringst, Frau? Und den Kaffee und Tee, den bringen auch alle mit? Wenn du nichts bringst, kaufst von Frau. Nichts weiß, sagen Christine. Ah, das ist die Christine Plattner. Was gehört der Brandweiner? Verkauft euch Kaffee und Tee? Aha. Hast du jetzt gehört, was sie verkauft, wenn das Geschäft dazu ist? Ja, verkauft, aber nichts teuer. Alle Frau Epimapsist. Alles Gute, liebe Frauen, wahre Freundinnen, ja, alles emanzipiert. Warum du nichts kommst, du auch, Frau? Schon, ich auch, Frau. Aber ich kann mein Hunderl hier nicht allein lassen. Nein, warst allein. Dein liebes Frau lässt dich nicht allein. Also, Wiedersehen, Frau. Man kann sich ja nicht merken, wie diese Ausländer alle heißen. So, ist der Tee. Ah, danke. Ja, muss sagen, vor der kleinen Schluss da was. Ja. Ist schon groß, aber trotzdem gemütlich. Oh, ey. Ja, was ich was Persönliches fragen. Das da hinten, ist es ein Zwarer Mustang? Ist ein 5 Liter, glaube ich, gell? Ja, da hat mein Mann noch in den Staaten gelebt. In Montana. Oh, Montanas Leben. Nehmen Sie Milch? Nein, und Tee bitte. In Montana, da kannst du das voll andrucken. Keine 55 Miles mehr. Wir haben das aufgelost, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ach, waren Sie schon dort? Nicht direkt in Montana, nicht, aber sonst, also in Amerika allgemein. Ich war ja lange Zeit beim Schwarzenegger unten in der Fitnessschule, das war ja Cheftrainer. In den Staaten war ich leider noch nie. Möchte ich unbedingt einmal hin. Das soll sehr beeindruckend sein. Sicher beeindruckend. Also es ist beeindruckend, ja. Überleg eh, und nicht einmal umgefahren. Jetzt, wenn das rennt mit der Konzertagentur, habe ich mir Zeit um wieder. Ich habe die ganzen Kontakte drüben. Mein Mann, der hatte eine Stiefschwester in Cincinnati. Ja, in Italien kenne ich gar nicht. Geht's da in den Garten aus eigentlich? Nein, da geht's zum Pool. Ah, zum Pool? Ich habe ihn aber nicht mehr eingelassen, seit mein Mann tot ist. Kenne mich nicht aus damit. Sie können aber gern rausschauen, wenn Sie wollen. Boah, bist du deppert! Ja, ich weiß, es ist nicht unser gewohnter Umgang.
ist ein lieber Kerl. Und ich mag ihn. Tupi. Und? Na cool, der Pool. Wahnsinn. Tupi. Entschuldigung, das ist... Das macht nichts, vielleicht da und runter. Die Klinke ist kaputt. Nein, die Schnallen ist hin. Ich muss einmal jemanden kommen lassen. Na geh, da brauchen Sie mal kommen lassen. Das ist nur das Zapfel, das kann ich nicht machen. Ich meine, ich tue noch gerne ein bisschen unter die Arm greifen und süß. Ja, also ich, ich hoffe, Sie sind nicht allzu sehr enttäuscht von meinem desolaten Häuschen. Na, überhaupt. Ich meine, das ist ja für mich eher Wahnsinn. Ich komme aus einer anderen Welt, mein Lieber. Ich war mir 9 Monate lang in meiner Mutter drin. Da war es zwar warm, aber finster, dann bin ich ins Heim gekommen. Da war es auch finster, aber kalt. Und dann schaut was zum Fressen, was mir schlecht geht. Und irgendwann steht dann draußen in der weiten Welt, wo die keiner haben will. Im Dschungel. Muss zum Viech werden. Sonst gibt's kein Überleben. Zu ernst, der Tom. Jetzt sind wir schon bei du, gell? Ja, nein, ist eh besser. Redet sie sich leichter. Ne? Aber wie damals, das kann ich machen, wirklich. Ich meine, ja? Ein Monat in dem Haus ist alles Pipi-Fan. Wirklich? Ja, klar. Ich muss halt nur überlegen, gibt es was wie ein Dienstmädchenzimmer oder so? Dienstmädchenzimmer? Ja. Was willst du im Dienstmädchenzimmer? Du könntest ja das Schlafzimmer von meinem Mann benutzen. Ach so, ja, geht auch. Hab das getrennte Schlafzimmer gehabt? Das war nicht eine leidenschaftliche Arbeit. Und getrennt? Eigentlich nicht. Ich glaube, du stehst ein bisschen auf mich, gell? So, mein lieber Herr Schwettl, Sie gehen jetzt damit ins Magistrat, bringen diese Pläne hier dem Dr. Hudritsch mit einer lieben Empfehlung von mir und dem Herrn Architekten dort und bitten um dringende Erledigung, wenn möglich gleich. Das mache ich glatt, Herr Fisolcin. Iris, auf Wiedersehen. Also deine Härte möchte ich haben. Die Pläne, die verstoßen doch gegen alle Bauvorschriften, die es gibt. Der Bau ist zu hoch, die Räume sind zu niedrig, etc. Geh bitte erstens einmal dämpfte Zigaretten aus, du weißt, ich bin nicht Raucher, ja? Bitte. Und zweitens, wo immer die Gemeinde baut, verstößt sie gegen alle Gesetze, die es gibt. Ich baue immerhin keinen Luxusstadel dorthin, sondern ich baue einen Betonstadel für Gastarbeiter und ähnliches Gesocks, dass ich überhaupt noch eine Miete leisten kann. Ah ja, besser zu niedere als gar keine Räume. Ja, schon. Aber der Hudritsch, der wird es doch nie genehmigen. Warum denn nicht? Entschuldige. Wenn es ihm der Sohn des Parteifreundes und Schwiegersohn des Roten Kneißer unterjubelt, der gute Herr Doktor wird nicht mal die Brille aufsetzen. Er wird stempeln, wird genehmigen, Unterschrift und die ganze Geschichte ist vergessen. Naja, das mit dem Scheutl, sein Sohn, das war schon ein Genieblitz. Ich muss zugeben, mir wäre sowas nicht kommen. Aber mir. Und dafür bin ich auch erfolgreicher als alle anderen. Und wenn uns diese Herrn Bezirkskaiser ein bisschen deppert kommen, dann setzen wir ihnen einfach den Herrn Scheutl vor. Übrigens, ich habe da was Interessantes gefunden. Bei der letzten Gemeinderatswahl in Wien haben ein paar Herrschaften in Kaisermühlen gewählt, die eigentlich ganz woanders gemeldet waren. Ja, und? Ein Formalfehler. Das heißt, wir könnten diese Wahl anfechten, zumindest in Kaisermühlen. Mhm. Also du meinst, so wie bei der Sonja Moser damals, ha? Huh? Ja. Genau wie bei der guten alten Sonja. Hallo, Kitty, ich muss dir was sagen, aber nur dir. Soll ich reinkommen? Der Rhein ist gerade locker, die komm raus. Na, was ist denn? Haben Sie den Rhein wieder zusammengehauen? War wieder da. Wer?
Na, er, der Zimmerchineser. Ach so, der ist eh jeden Tag bei mir und kauft sich französische Zigaretten. Na, und redet er was mit dir? Nein, ich frag mich nur nach Männern, die schon längst gestorben sind. Und dann glotzt er mich so ein bisschen komisch an, die Sabine auch. Und dann zahlt er, dann salutiert er und dann geht er wieder. Aber mich hat er nach dir gefragt. Nach mir? Ja, zuerst hat er gefragt nach so alten Leuten, die keinen Hund mehr kennt. Und dann hat er sich nach dir erkundigt. Und was hat er denn wissen wollen? Na ja, wie du so lebst, nicht? Ob du eine Familie hast und ob ich deine Mutter noch kennt hab. Und was hast du ihm gesagt? Nichts. Ich hab ihm gesagt, dass du bei mir unter den Datenschutz fällst. Und dass ich deine Mutter ja nicht kennen können hab, weil ich ja noch keine 100 Jahre da Hausmeisterin bin. Und er hat gesagt, au revoir, Marco Serge war nur eine petite Recherche. Hat salutiert und ist gegangen. Du, ich sag dir, der will was von dir, hundertprozentig, sagt der Reini. Wir wissen nur noch nicht was. Der wird einen kleinen Bäcker haben, so wie halt jeder einen hat. Der Franzi glaubt, das ist ein Tramway. Der Gudenjahr glaubt, der schreibt einen Bestseller. Und der Fremde glaubt, das ist ein alter Legionär. Aber aufpassen musst du trotzdem. Man weiß ja nie nicht. Der Reini sagt immer, eine schauen kann man in keinen Menschen. Na bitte, vielleicht ist das ein Lustmörder für mittelalte Frauen. Dann pass nur du auf, dass er dich nicht umbringt. Du auch mittelalte Frau. Ich komm, geh mal hin. Du, weil ich da gerade lese über einen, der sein Gedächtnis verloren hat und in Posten um und um rennt und nicht weiß, wer er ist. Ja, was ist mit dem? Mit wem? Du hast doch gesagt, du lest gerade von einem, der sein Gedächtnis verloren hat. Und vorher hast du gesagt, weil du gerade von dem lest. Was ist jetzt mit dem? Nein, ich meine den Fremden, der da bei mir jetzt Zigaretten kaufen kommt, weißt du, der ist in ganz Kaisermühlen erkundigt über Leute, die keiner mehr kennt. Heute war er bei der Kotzibar und hat sich erkundigt über meine Mutter und über mich. Was ich so tue, wie ich lebe und so weiter. Was ich halt, ne? Von dem habe ich eh schon gehört. Das ist so ein Alter, was? Ja. Ah, das vergessen. Der treibt sich angeblich in alle Wirtshäuser umeinander und verkehrt im Café Kaisermühlen und bei der Brandweilerin und redet überall so deppert umeinander und kein Mensch weiß eigentlich, was der will. Ja, aber wenn er sich so ausdrücklich nach mir erkundigt? Lass ihn. Er soll sich ja nach dem Obmann vom Fußballverein erkundigt haben, der vor 25 Jahren gestorben ist. Fragen darf er ja, ne? Lies lieber von dem Typen, der was sein Gedächtnis verloren hat. Naja. Also, pfiat euch. Ja, pfiat euch. Jetzt wieder zu ihren alten Fetzen für die vierte oder fünfte Welt. Und dabei hätte ich im Rathaus einen schönen Posten verschaffen können. Wenn sie bei den Humanen besser gefällt. Zumindest ist es bei den alten Fetzen sinnvoller als im Rathaus. Weil dort verpulvern sie unser Steuergeld, als zum 20. Mal das neue Museumsquartier umplanen. Ja, bitte, und das sagst du, eine Erzrode von Geburt an. Jetzt wundert's mich nicht, dass wir bei jeder Wahl Stimmen verlieren. Überall wird uns dagegen gearbeitet, sogar in der eigenen Familie. Du spinnst, ja. Entschuldigung, ich muss mich beeilen, ich muss ins Büro. Ja, ja, geh nur zu deinen Freiheitlichen. Wieso meine Freiheitlichen? Meine Überzeugung lasse ich mir von niemand bestimmen, auch wenn ich mit Kisslutschel arbeite. Zinsgeier. Ja, geh nur und mach arme Leute unglücklich, die mit eurem Wohnungsschacher nicht mitkommen. Ja, 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 ja. Übrigens. Dieser Zinsgeier wird mir eine günstige Wohnung verschaffen, da muss ich mir niemand den. Papa, bitte. Ciao. Yes. Bitte, eine Wohnung vom Wislucci. Ja, das ist ja ein Skandal und ein Komplott noch dazu. Ja, wie du glaubst, du, die habe jetzt einen Hintern und hilf mir beim Abwaschen. Ich würde das Frühstücksgeschirr nicht den ganzen Tag da stehen lassen. Ja, ja, das eh. Halbe Arbeit. Für ganze Männer. So, bitte, zwei Kaisersemmerl und haben wir noch einen Wunsch? Weizenmehl. Ja. Lena. Lena, ich muss dir was sagen. Na hallo, wo sind wir denn? Hinten ausstellen, wir waren zuerst da. Ich will nichts kaufen, ich will nur mit meiner Frau reden. Das können Sie nachher auch machen. René, bitte, wart halt, bis ich die Herrschaften bedient hab. Gibt's woanders keine Kipferl? Müssen immer alle zum Anker rennen. Wo wir hinrennen, geht Ihnen auch nichts an, Sie, Herrn See. Ist ja gut, okay, okay. Sie kommen gleich dran. Ich will meiner Frau nur sagen, sie soll kündigen und dann bin ich schon wieder weg. René, warum soll ich denn kündigen? Weil ich eine Hocken in Ungarn aufgerissen habe. Als Stimmungssänger bei einem Wiener Heurigen in Gür. Am Montag fange ich an und ich
hab auch schon eine Wohnung für uns. Die armen Gehörer. Wenn ich ihn so anschaue, muss das ein Heuriger für blinde Gehörlose sein. Nimmst du einen Urlaub, nicht? Dann kannst du seine Semmel ein paar Tage ohne dich verkaufen. Weil wir fahren nach Ungarn. Natürlich stehe ich dafür ein. Ich hab's aus erster Hand. Ja, dass im Hinterzimmer der Branntweinerin am Sonntag, wenn vorne alles geschlossen ist, sich verschiedene Leute treffen und dann Getränke verkauft werden, von denen das Finanzamt nichts weiß. Ja, nicht nur die Politiker hinterziehen Steuern. Und das Ganze läuft unter dem Vorwand, wir sind ein Frauenclub. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass auch Kinder dabei sind. Und dubiose Frauen. Ja, lesen Sie denn keine Zeitung? Schauen Sie denn nicht fern? Haben Sie noch nie von Kinderpornografie etwas gehört? Nein, das ist nicht weit hergeholt. Ich habe nämlich Frauen gesehen mit Videokameras, die zu diesen Sitzungen gehen. Aha. Na, weil ich bin, das tut nichts zur Sache. Eine Bürgerin halt. Die Missstände der Behörde meldet. Na, denen wird das Clubleben schon vergehen. Ja. Wer ist denn? Ich kauf nichts. Tag, Frau Kaiser, Post. Ja, warum haben Sie das nicht unten im Kastel gelassen? Warum müssen Sie mich denn hier in der Wohnung belästigen? Weil das Kuvert ein bisschen zu groß ist fürs Postkastel. Moment. Was wollen Sie mit dem Handschuh? Sonst bin ich vielleicht giftig oder was? Vielleicht kann man sich AIDS holen oder eine andere venerische Krankheit. So ein Trampelherst. Ich soll lieber aufpassen, dass nicht von dem Hund sich AIDS kriegt. Guten Tag. Däubler! Däubler! Wo stecken Sie denn? Däubler! Däubler! Ja. Ja, sind Sie denn wahnsinnig, Huren? Also, das ist doch die Höhe. Was ist, wo brennt's, hä? Der Feuerhalle brennt's. Jüssers. Der Oberhofer wartet schon seit 10 Minuten auf sein Begräbnis. Ach so, und hat er sich schon aufgeregt, oder was? Reden Sie nicht blöd, stehen Sie sofort auf. Ernst, der Oberhofer hat 82 Jahre auf sein Begräbnis gewartet, oder? 10 Minuten hat er bloßen, oder? Däubler, reißen Sie sich zusammen, ziehen Sie sofort die Uniform an. Jetzt ziehen Sie das Hemdscheid an. Das ist doch eine Erniedrigung einer österreichischen Amtsuniform. Ja, weil das Hemd dauert sich eine Erniedrigung von einer österreichischen Amtsperson, nämlich von mir. Jetzt, wenn Sie sich noch lang spüren, dann sind Sie die längste Zeit eine Amtsperson gewesen. Sie Witwentröster. Was war das? Witwentröster. Es war sehen jeder, dass Sie sich von der Witwe, von dem seligen Hofrat gehört, also, dass Sie mit der... Na, dass sie sich aushalten lassen. So. So? Na, immer noch besser, sie lassen mich von der Gemeinde aushalten. Bei meiner Witwe, da habe ich nämlich flexible Dienstzeit. Gleitzeit wahrscheinlich. Au, das wird Folgen haben. Richtig. Folge 1. Ich kündig. Folge 2. Sie werden mit einem Schmerz in den Urwaschel in Oberhofer selber eingraben. Sie sind gefeuert. Sie sind gefeuert. Fünf Straßenbahn mitfahren? Oh, merci. Bin Fußgänger. Ich kenne dich. Bist Freund von dem alten Mann mit den dicken Hunden. Hm? Wie heißt du? Franzi Meierhofer. Franzi berühmt. Held, Arbeiter Straßenbahn. Alle Leute wissen. Oui, oui, tout le monde, mon Kamerad. Du hast eine Kolle. Von irgendeinem Schock. Kenn ich. Hab ich auch gehabt. Zweimal. Halluzination. Einmal Algerie. Einmal Andochin. Merde. Sie Schlitzaugen, wo keine da. Wie du fährst, dran, wo keine Schiene. Wo ist? Andochin, nicht kennen. Asien. Heißt heute Vietnam. Aber die gleiche Bata gehören alle.
Was machen Sie denn da? Sitzen. Parlez avec Kamerad Ramsank. Wer will das wissen? Wir, die Polizei. Können Sie ihn ausweisen? Wir werden ihn jetzt im Namen des Gesetzes perlustrieren. Ja, der Legion sagt, siehst du Paris. Aber keine Angst, ich nix mehr Legion, Pension. Ein Franzos. Huber? Hubert. François Hubert. Bin Gast in Ihrem Land. Was denn für ein Gast? Tourist. Heimkehr des verlorenen Sohnes nach langer Irrfahrt. Ich war schon Käsemühner, das heißt, es ist nur in Abrahams Wurschtkessel geschwommen, Fräulein. Sie sich jenen mäßigen? Und? Was machen Sie jetzt als Tourist da in Käsemühner? In Affaire de Discretion. Nicht nur sagen Police. In Affaire privé de famille. Noch was? Nein, nein, alles okay. Treten Sie dabei aber nicht auffällig in Erscheinung, ja? Wir wollen eine Ruhe haben in Kaisermühlen. Und du, Frau Weider, red nicht mit Fremden, es könnte ein Kinderverzerrer sein. Bei der U-Bahn warten ein Haufen Leute auf die Trambe. Du nicht fahren Straßenbahn? Hm? Non, je vais à pied. Ich bin Fußgänger. Aber vielleicht morgen. Hm? Papa! Bim, bim! So, Kinder, esst! Solange die Schnitzel noch heiß sind. Die Semmeln habe ich extra ein bisschen aufkochen, damit sie recht sind. Ah, sie essen ja kein Schwein. Jetzt bin ich aber baff. Wie kommen Sie dazu, dass Sie so einen Haufen Schnitzel mitbringen? Zum Einstand. Ein Geschenk vom Schnitzelplatzl. So, damit niemand sagen kann, ich bin eine Schnorrerin. Legel. Na, das war doch nicht notwendig gewesen. Notwendig, notwendig, notwendig ist gar nichts. Also esst, lasst euch's gut schmecken. Da kommt aber Freude auf. Schönen guten Tag. Grüß Gott, grüß Gott. Sie können gleich wieder gehen. Das ist nur für Frauen. Polizei. Steuerfahndung, klar. Na, sind wir gut drauf, meine Damen? Das kann sich nur um einen Irrtum handeln, meine Herren. Ernst, wir sind weder Steuerflüchtlinge noch kriminell, gell? Ja. Genau, unsere Männer sind nämlich selber Polizisten und Privatdetektive. So, alle. Auch die von den Ausländerinnen da auch, oder was? Momentl, wir sind alle Österreicherinnen, ja? Ja, Staatsbürger Österreich, Wien, Kind auch, alle Familie. Vielleicht sagen Sie uns, warum Sie da sind, bevor es wieder geht. Ja, genau. Aber geschwind, weil so weit sind wir noch lange nicht, dass die Polizei oder was weiß ich, wer noch alles, einfach in eine friedliche Frauenversammlung einbricht. Ja. Moment, Moment, was ist denn? Niemand tut da einbrechen, ja? Wir kommen herein, grüßen, freundlich. Sie kommen herein und grüßen, na und? Na, also was wollen Sie jetzt von uns? Sie wissen, warum Sie sich da einander treffen, ist ja logisch. Und für was Sie da die Fotoapparate dabei haben. Sehe ich schon, Kinderbonus werden da keine gebucht. Sag einmal, kommt denn nach vorne, Depperdede? Ich meine, Sie platzen da einer Stern. Und mich interessiert, ob der Verkauf der anwesenden Getränke und Nahrungsmittel auch ordnungsgemäß versteuert wird. Es gibt nämlich einen Hinweis aus der Bevölkerung, dass sie Steuern hinterziehen. Ja, wir brauchen gar nicht mehr weiterreden. Ist die Bevölkerung vielleicht die Frau Kaiser? Was? Kann sein. Kann auch nicht sein. Ich nenne keine Namen. Also. Jetzt passen Sie mal auf, ja? Alles, was wir da essen und trinken, ist entweder gespendet oder wird zum Materialpreis verkauft. Ja. Ja, und es geht die Steuern nämlich einen großen Schmoren an. Genau. Und wenn wir irgendjemanden fotografieren, dann hexen sie die alte Kaiser, nachdem wir den Krampen des Mann da mal runtergerissen haben. Sehr lustig, meine. Jetzt müssen wir noch Hotelkontrollen machen, das ist wirklich das Letzte. Wir müssen auch gemacht werden. Ja, aber nicht mehr lang, also von mir nicht mehr lang. Jetzt machen wir zuerst den Abteilungsinspektor und dann lassen wir zum Sicherheitsbüro versetzen, zum Mord. Ah ja? Ja, da wünsche ich dir viel Spaß, mein Ziegenhost. Hallo Kinder. Ja, hallo. Na, wie gehen die Geschäfte? Abschießen, die sonst auf der Gassen stehen, auf einen Gogel warten. Seit es AIDS gibt, gehen wir überhaupt nicht mehr von der Karre das Leben. Kein Mensch mehr will Buddha, nicht einmal die Kieferer. Na, wollen taten wir eh, aber
Ich bin schon zu alt und der Bursch schwer verheiratet. Zu alt bist du nicht, aber du hast die Mama. Komm, jetzt führt mit den Huren da keine Reden, geh mal rein. Geh weg da und rühr mich nicht an. Ein Arsch. Mit sowas fährst du auf Straf? Tja, das Leben ist eine einzige Prüfung, ne? Genau. Bitte, das ist ein Skandal, was dich die Polizei bei uns erlaubt. Oh, Spurle! Dass wir denen eine Beschwerde einbringen. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ja, Knierficker, pass auf, dass du nicht aufrührst. So ein Nasenbohrer erst. Jetzt halt dich zurück, Gustl. Was wollt denn ihr da schon wieder, ihr Buglerden? Na, schön freundlich bleiben, wir machen auch noch unseren Bier. Jede zweite Woche dasselbe Theater. Warum sucht ihr nicht Russenweiber ohne Deckel? Im Hotel gleich ums Eck. Weil wir die schon lange ausgereichert haben, Prinzessin. Aufmachen, Polizei, Ausweiskontrolle. Aber da ist doch niemand drin. Nur ein einzelner älterer Herr. Aufmachen! So. Absperren! Kann er drin, ja? Gini! Ausweiskontrolle! Und du sei nicht so neugierig. Ja. Ja, der hat ja nichts. Da, Feuerzeug, Geldbeutel, Münzen. Ah, Passport! Taschengeländer, Messern, Stadtplan für Männer, Bunkebussi. Oberversorgs. Überm, Inspekteur. Den Huber gibt's nimmer. Sie haben die Ehre mit Sergeant François Hubert, mehrfach dekorierter Legionär und französischer Bürger zu reden. Jetzt, ich bin Pensionär und Tourist. Du schaust aber nicht ähnlich. Ich meine, so schauen sie aber nicht mehr aus. Die Zeit vergeht. Tempi passati, c'est la vie. Was willst du machen, Seelinspektor? Hey, Gusl, was ist denn? Machen Sie den Kassen auf. Mach dann doch selber auf, mon ami. Schauen wir mal, was wir da haben. Ah. Kapperl von der Legion da. Oui, oui, war mit in Algerie, an Indochine, Sidi Belabès. Ein Souvenir de Jeunesse an meiner Jugend. Ist das ja Puffen? Was? Da, der hat ein Puffen. Ein Souvenir an Indochine ist nicht geladen. Das Kappe aber und stell die Waffen sicher. Und du ziehst die auch und kommst mit uns. Was, ich? Warum? Bin Tourist, mache Besuch. Ah ja, und wen besuchst? Die Hurne da oder wen? Die Bull interessieren mich nicht. Ich besuche Verwandte. Ach so? Wer sind die? Ja? Meine Tochter Brigitte. Und wo wohnt die? Auch da im Hotel? Nun, in Kaisermühlen wohnt's. Komprik überall. Wo denn in Kaisermühlen? Wir sind nämlich aus Kaisermühlen. Wie heißt sie denn, deine Tochter Brigitte? Ich muss das sagen. Na logisch, also komm, sag, wer heißt's? Schimek hat Trafik dort. Wie bitte? Schimek. Was? Das ist ja die Mama. Ich meine, was hast du nur mit der Mama zu tun? Madame Schimek. Deine Mama? Ja, freilich, aber ich meine... Mörderloch. Denn ich bin dein Grand-Père, dein Großvater. An meine Brust, Kind. Dem hab's auch ins Hirn geschissen. Und ich meine, soll jetzt löschen die Anzeige wegen unbefugten Waffenbesitz oder wie oder was? Na logisch. Munition hat er eh keine. Also lassen wir die Sache auf sich beruhen. Ne? Und die Puffen schmeißen wir in die alte Tonne. Hm? Ausgeschrieben ist auch nicht, der Monsieur Hubert, nämlich ist auch nichts mehr. Außerdem ist er dein Großvater. Und mein? Na was bist du mir, was? Ja, wahrscheinlich eh nichts. Ich bin einer der Lebensgefährte von der Kitty. Ich kann es noch immer nicht glauben, ist ja Wahnsinn. Sie ist aber so, mein Fies. Ich war mit einer Grandmama liiert. Bin aber weg zur Legion. Umstände, aber. Na, nicht schön, ich weiß. Kein Kerl wie ich, als ein Junge, selber nur ein halbes Kind. Schon Vater von einem Kind sein. No. Ja, dann hast du geschlichen, oder? Nee, gesagt. But jetzt traglich vor Leif, wenn es traglich bist, bleibst du immer. Und jetzt hast du den Arsch aufgerissen bis über beide Ohren und suchst dir ruhiges Platz, wo du gemütlich laden kannst. Meine Asche ist schon noch zu. Aber schließlich bin ich 70. Le Chaison fait, wie man sagt, rien va plus. Zu alt für die Legion, zu alt für alles. Und Blut ist kein Wasser. Na bon, da bin ich. Ja, genau so ist es, da bist du. Ne? Und wie bringen wir das jetzt deiner Mutter bei?
Weiß ich nicht, das musst ja du wissen. Du bist ja der Dienstälteste. Ist nicht wahr. Ich glaub das nicht. Ich meine, da könnte jeder daherkommen und sagen, dass er von der Mama der Vater ist. Ich glaub's auch nicht. Der wird sich in ganz Käsemühlen über mich erkundigt haben und jetzt kommt er mit dem Schmäh daher. Eben. Ich muss kein Schmäh sein. Woher weiß er, dass die Mutter Hermine uns der Großvater Leopold geheißen hat? Und dass er bei der Polizei war? Das kann ihm doch irgendeiner gesagt haben. Ich mag den Kerl nicht. Er las seine Geschichten da über Indochina und die Wüste und die Fremdenlegion. Und wie der redet, da weißt du, das ist ein Österreicher oder ein Franzos. Und wie er die Sabine anschaut, wie ein alter geiler Bock. Und in einem Hurenhotel wohnt der. Den haben wir eingeladen. Na, was sagt denn eigentlich der Gustl zu der ganzen Geschichte? Zu dem angeblichen Großvater? Der Gustl kiebelt am Zahnfleisch. Wenn er nicht weiß, wer es dann nennt, zu dem Clan beibringen soll. Ja, am besten gar nicht. Viert euch! Baba. Boom, zu es. Na ja. Das kann ja lustig werden heute Morgen, ne? Ach, heile Scheißhocken. Alles einsteigen, Linie 5, Abfahrt, U-Bahn-Station Kaisermühlen, Austria-Center Uno-City, bim, bim. Geschlechte, Vormittag Steinhof. Austria-Center Uno-City. What? Da ist mir was eingefallen. Franze, die Linie 5, die ist doch eingestellt. Das weißt du noch gar nicht. Ab sofort. Franze, du musst jetzt mit mir kommen. Komm schön. Franze. Franze, fahren Straßenbahn. Jetzt da. Nein, der Bürgermeister hat gesagt, du sollst jetzt für den FC Kaisermühlen arbeiten. Und jetzt komm schon, Franzi. Ja, Franzi, Arbeit, dort helfen, von Kaisermühlen. Franzi, Straßenbahn. Nein, Franzi, du warst der Straßenbahn. Du steigst jetzt auf. Du wirst jetzt Assistent vom Platzwart. Anordnung vom Bürgermeister, gell? Und jetzt gehen wir schön, Franzi. Komm, gehen wir. Franzi, nachdenken. Gut, dann Frank. Zum Nachdenken hast du jetzt mich, Franzi, jetzt komm endlich einmal einer. Wir beide sind doch Sportsleute und der FC Kaisermühlen braucht uns. Da nimm, Franzi, das ist ein Instrument jetzt, komm. Jetzt gehen wir schön. Den Bürgermeister sagen, Franzi, Sportsmann, dann Sportsmann. Ja. Franzi, egal. Ja. Weil deppert auf der Welt, alles deppert. Hast du? Lass mich bleiben. Wunderbar. Schau, das Ganze ist jetzt dein Arbeitsplatz, Franzi. Da kannst du arbeiten jetzt. Fressen, Aquanet und einen Riegel nach dem anderen. Papieren aufheben, das ist nimmer drin. Dann wieder die depperte Kotzibau aufgeladen. Ja, guten Tag, Herr Trautmann. Grüß Sie, Herr Kotzibau. Der Gustl, die Nancy und der Kleine, die sind gerade gekommen. Na fein. Komm, gehen wir. Trautmann und der Zimmerchines. Hab ich die jetzt wirklich gesehen oder war das eine Vaterhalluzion? Reni? Reni! Reni, wo bist denn? Da! Ja, wo da? Im Häuser! So, wenn man von den Menschen was braucht, schläft er entweder oder er sitzt am Häusl. Jetzt, was machst du das denn? Kann man nicht einmal in Ruhe gacken? Und was geht's denn? Was glaubst du, wer bei uns in die Stirn eingegangen ist? Das ratst du nie. Ja, der Bundespräsident wahrscheinlich nicht, der Papst auch nicht, also wer? Der Trautmann und der Zimmerchineser. Der hat im Haus alle Leute ausgefragt und der sich bei mir nach der Kitty ihrer Mutter erkundigt hat und dann noch ihr selber. Und? Du bist mein Detektiv erst. Da wird eine Suppe gekocht, die nicht koscher ist. Da stimmt etwas überhaupt nicht. Ich geh auf und pack mir Salz aus. He? Oder ein Ei. Geh bitte, bleib da. Was geht uns das an, was da oben ist? Wir können uns da nicht um alles kümmern. Also so nervös war ich schon lange nicht mehr. Es passiert ja nicht alle Tag, dass man so Alter noch einen Vater kriegt. Ich glaube noch immer, dass der ein Schwindler ist. Aha. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Die Geschichte klingt beinahe unglaublich. Ja, ärger als im Fernsehen oder wo. Ja. Grüß euch. Voila, da ist er. Meine Familie. Monte,
an die Vaterbrust, mein Kind. Ich bin so gerührt. Mein Kind. Sind Sie sicher? Das könnte ja ein Schmäh sein, ne? Parbleu, nicht sicher. Das sieht doch ein jeder. Ein Gesicht und ein Körper. Bis auf die Frau. Also, ist ja da nichts. Außer, dass ihr zwar eine Nase im Gesicht habt und ein Ohrwaschel am Kopf. Also, wenn ich genau schaue, eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich schon. Du siehst aber mehr als ich. Also, setzen Sie ihn nieder, oder setzt ihn nieder, schneidet ein Brot an. Ja, und dann klären wir, ob du wirklich mein Vater bist. Und wo du vor allem die letzten 50 Jahre warst. Meine Familie. Mein Kamerad, die Tätten schauen. Der eiserne François und eine Familie. Na, sowas gibt's nicht. An mein Herzkind. Nein, dann bitte, hör auf. Ich glaube, ich traum. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. An mein Herzkind. Und wie das wahr ist, François. Na, danke, ich keine Pussy. Ich bin ja schließlich nicht von deinem Blut, gell? Blut. Ja. Blut. Sangue. Überall auf der ganzen Welt spricht die Stimme des Blutes. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Ja, da hast du schon recht, aber in der Blunzen ist auch und da macht keiner so ein Theater. Also Vergleiche hast du. Vielleicht ist doch dein Großvater. Na, sich jetzt erzähl endlich, wie war's mit der Mama und mit dir? Bon. Herr Merdelor. Keine Legion d'honneur für mich. Ich meine, war ich ein richtiger Scheißkerl, Kind. Ja, das glaube ich auch. But that's life, was willst du machen? Angefangen hat alles, wie ich deine Mama kennengelernt habe. In einem Lokal im Broder-Broder-Fee hat es geheißen. Mein Gott, mit meiner Jugend damals und Blut ist Chaos. Die beleuchte Glaskugel hat eine Frau zitiert. Die Band hat einen Schlag. Das ist ein Moment. Entschuldigung.